Debatte um zu kalte Klassenzimmer und der älteste Fußballprofi der Welt ist 74 Jahre und knackt damit sogar einen Rekord. Das sind unsere Themen am Dienstagvormittag und damit recht herzlich willkommen bei Push, eurem Infomagazin. In Österreichs Klassenzimmern herrscht derzeit ein Kampf ums offene Fenster. Erfroren sind schon viele, aber erstunken ist noch keiner. Mit diesem saloppen Satz wurde schon so manche Diskussion ums offene Fenster in Büros und im Klassenzimmer beendet. Ja, das war allerdings vor Corona. Was im September für gute Luft sorgte, das lässt jetzt nämlich die Stimmung gefrieren. Viele aufgebrachte Eltern beschweren sich, dass so manche Lehrer die Fenster stundenlang geöffnet lassen würden. Die Kinder würden mit dicken Jacken an ihren Plätzen sitzen, sich verkühlen oder anstecken. Der Streit ums offene Fenster sei inzwischen ein Riesenthema, sagt auch Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Seine Lösung: die Klassen mittels Schichtbetrieb ausdünnen oder Ausweichräume schaffen. Denn im Moment sitze man vielerorts in kleinen Klassenzimmern ohne Möglichkeit, Abstand zu halten. Stolze 25.300 Euro. So viel Geld hat ein Online-Bieter jetzt ausgegeben, um die persönliche Melone von Kaiser Franz Josef zu besitzen. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass man sich darum schon ein neues Auto kaufen kann. Aber nicht nur der Hut, auch andere persönliche Gegenstände aus royalem Besitz fanden am Montag bei der Kaiserhaus-Auktion des Wiener Dorotheums einen neuen Besitzer. So zum Beispiel das persönliche Schreibzeug des Kaisers, das um 9.600 Euro versteigert wurde, oder etwa seine Seidensocken um 1.700 Euro. Um die Melone dürfte jedenfalls ein regelrechtes Bietgefecht stattgefunden haben. Immerhin existieren verschiedene Fotos des Monarchen, die ihn mit dem Hutmodell zeigen. Was jetzt kommt, ist ganz schön beeindruckend. Mit seinem Einsatz für einen ägyptischen Drittligisten wurde ein 74-Jähriger zum ältesten Fußballprofi der Welt. Ezzelin Bahada heißt der Mann, der sich jetzt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde sicherte. Nach einer langen Karriere im Amateurbereich hatte Bahada im Jänner einen Vertrag bei seinem aktuellen Club unterschrieben und, wie sich das für einen Profi gehört, verwandelte er bei seinem ersten Debüt direkt einen Elfmeter. Und Bahada hat große Ziele. Wie er selbst sagt, träumt er nämlich davon, seinen eigenen Rekord noch einmal zu brechen. Seine 6 Enkelkinder saßen bei der historischen Partie übrigens im Publikum. Einmal durch den Weltraum reisen klingt schon sehr verlockend, oder? Das hat sich wohl auch die japanische Fluggesellschaft Starflyer gedacht und eine neue Idee entwickelt. Nachtflüge samt Planetarium-Ausrüstung, die einen beeindruckenden Sternenhimmel in die Kabine projizieren. Die Sterne sind dabei nicht nur auf der Decke, sondern auch auf den Geräten, wie zum Beispiel auf dem Getränkewagen, und sie bewegen sich. 96 glückliche Passagiere durften insgesamt den Flug am Wochenende nutzen. Das Projekt wurde übrigens von einem jungen Mitarbeiter einer Fluggesellschaft entwickelt und wurde im Rahmen eines Unternehmenswettbewerbs ausgewählt. Starflyer plant jetzt, ähnliche Neuheiten anzubieten, da die Anzahl der Passagiere aufgrund der Coronavirus-Pandemie zurückgegangen ist. Ja, mit dieser Meldung verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Das war's mit Push am Vormittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Boom, 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 boom.